Hallo Leute, Frederik Weiß und ich wieder, Tote Insel, und der da will schon wieder was von uns. Will er, bei mir nicht. What's in here? Ich glaube, wir haben das schon angenommen, also. Ja, genau, okay. Ich dachte, bei dir will er wirklich noch was. Da ist ein paar Magnete klauen aus dem PC. Ich glaube, hier ist ein Bauplan. Stark schon. Okay. Hier ist ein Werkbank, ne? Können wir Starkstrom bauen? Das ist ein Werkbank. Was ist Starkstrom? Ich hoffe, es ist Machete mit einem. Moment, ich hab doch schon so ein Ding, ne? Okay, es ist ein Machete, aber hab ich den? Einen Schocker hab ich. Ja, Unterschied? Ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser machen. Oder anders? Dich ein wenig lauter? Nö. Dann mach ich einfach Starkstrom. Keine Ahnung, was das bringt, aber warum nicht, ne? Ja, dann passen wir, ne? So. Okay, aber die ist voll verrissen. Okay. Ich habe jetzt zwei Stromdinger. Okay. Kurze Realitätsüberprüfung, was wir machen müssen. Ich guck mal auf die Quest. Du wirst das schon noch wissen. Nachtfalke, Flugzeug suchen, eine Stimme aus dem Himmel. Wir müssen nochmal eine Schnellreise-Ding suchen, weil wir haben noch eine Sache im Ressort zu tun. Ich habe mich nicht gespoilert, ich habe mal geguckt, weil das Ding ist nicht markiert auf der Karte. Ah. Wo ist denn jetzt das Schnellreise-Ding überhaupt? Das ist nirgendwo hier. Okay, es ist da hinten, wo wir mit Mugambi reden müssen. Okay, das heißt, Mugambi. Da müssen wir zurück. Säuber den Bereich. Okay, wir können hier vor der Pumpstation noch ein paar Leute töten, also ein paar Zombies. Okay, ja. Das machen wir? Ja. Und? Ja, dann. Ich mag töten. Töten oder töten? Töten und töten. Und töten. Ich hab Türken gesagt, als Zweitbegriff. Weil ich Türken verstanden habe. Ich hab immer töten gehört. Gut. Ich bin taub. So, erstmal hier alle Spinne wieder rauslooten. Snack habe ich. Ein flexibler Schlauch, den habe ich auch. Und wie ihr gemerkt habt, wir laden jetzt zweimal die Woche hoch anstatt einmal. Das haben wir spontan entschieden. Ja. Und wenn ihr das Video seht, ist es das letzte vom Monat, wo wir angefangen haben, also im Januar. Wie dreh ich nochmal mit E? Okay. Ich habe mich hier aus dem mit cooler E. Hi. Moin, Zombie-Freunde. Ja, jetzt gibt's erstmal auf die Schnauze hier. Das wäre einfach Schnitte. Ordentlich, du Bitch. Und schön liegen bleiben, Freund. Gottlose Wesen, geht das mit Frank. Haha, schön. Wir müssen wieder zurück in die Pumpstation. Wohin müssen wir? Pumpstation, da war Frank, glaube ich. So. Ich glaube, es war der eine Typ, der hier am Eingang stand, genau. Heißt der. Okay. Ich habe gerade Cardio gekriegt. Richtig. Heißt du mit Nachnamen White und jagt uns mit dem BMW? Ich glaube nicht. Aber ich. Das ist sehr schade. Ich habe seinen Ausweis noch nicht gefunden. Glaube ich jedenfalls. Also, vielleicht haben wir ihn doch schon. Ich weiß nicht, ob man die angucken kann. Um es mal so gesagt zu haben. Okay, wir gucken mal kurz in die Stadt rein. Also, die Stadt ist echt ziemlich groß eigentlich. Oh Junge, geht die weit. Ich dachte, wir haben schon das Meisterschaft angeguckt. Spoiler, haben wir gar nicht. Also, wir haben noch einen riesigen Part jetzt zwischen. Ach du Scheiße. Ja, ich mach die Map wieder zu. Ich dachte nämlich auch, wir wären da schon überall gewesen. Ah, Zombie. Hast du gerade den Kopf entfernt? Ja. Oh, da ist ein Ding, Zombie. Na dann, komm, mach. Oh, ich wollte rennen. Okay, egal, ich war trotzdem schnell genug weg. Du kannst einfach was reinschmeißen, ne? Das weißt du. Ja, aber ich hab nichts dabei, was ich schmeißen kann. Da ist ein Schreier-Zombie. Ich mach mal zu. Hier ein Schläger. Oh. Ja. Ich weiß nicht, wie der zweite getroffen hat, aber ich will mich nicht beschweren. Er ist einfach hingefallen. Oh, aua. Der Schläger ist einfach hingefallen. Er kriegt das Batterie in den Kopf. Mach vielleicht noch einen Arm ab. Vielleicht noch einen Kopf entfernen. Gut, dass du ein bisschen rum warst. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Gut. Dann würde ich sagen, erstmal in diese Richtung hier unten, weil da sieht es nach nicht mehr weitergehen aus. Also das ist hier nur relativ. Ach ja, dann folge ich mal am besten, anstatt hier Zombies zusammen zu kloppen. Ja, da müssen wir sowieso noch hin. Richtung nächster Hydrant, weil wir müssen irgendwie. Au! Au! Ihr Netten! Die sind ganz schön abgenommen, die kleinen Viecher.
Hallo, Herr Leiche. Guck mal, Obdachloser. Oh ja. Ist das ein Obdachloser? Oh, komm, ich hab Strand gefunden. Waterfront-Hafen. Erkunden die gesamte Insel. Einmal benutzt zurück. Okay, habe ich nicht das Achievement erhalten, das ist ja einfach nur Progress. Da vorne, da oben ist ein Zombie gelaufen gewesen. Ja. Und er ist auf dem Weg zu uns verbrannt und gestorben. Nice. Schwund ist überall. Ja, hier können wir nicht rein anscheinend. Okay, hier hätten wir auch schon runtergehen können, sehe ich gerade. In der Tat. Da ist das Pumpwerk. Ja. Ordentlich reingepumpt, sagst du. Ja. Oh, hier ist ein Ausweis. Gut, dass hier noch mal abgelaufen werden auf dem Tischchen. Joink. Welches ist, ist das hier von Frank? Hier liegt ein hilfreiches Küchenmesser. Ladylike. Oh, der hat noch ein bisschen Geld mit der Penner. What? Wow, what the fuck? Ah, okay. Ich hab's nur gehört, das war schon genug. Der klappt mich gerade. Der klappt einen Scheißdreck, wo ist der? Da ist einer! You dead, motherfucker! Pistolenmunition, okay. Hab sie gekillt. Ja, nice. Ich hätte ihn auch geklippt, den Penner. So, da. Das ist meine Starkschuhmachete, die wollt ihr haben. Ich habe erst direkt meine Starkschuhmachete den ersten Typen geworfen, den ich gesehen habe. Richtig so. Ja, servus. Ich muss ihn einfach mit einem Schlag getötet und ist dann nur mit mir zu Füßen gefahren. Ich habe ihn immer getreten. So muss das, so ist das geil. So, der ist erstmal kaputt geprügelt hier. Gibt es noch ganz viel Loot für uns? Und für uns meine ich für mich? Geld. Ein Snap ist noch. Gelde, 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 Gelde. So, jetzt sind wir gleich am Ende der Map hier unten angekommen. Genau. Okay, dann haben wir schon mal ein Ende der Map gemacht. Ich finde schade, dass man keine Pistolen ein bisschen aufsammeln kann. Also dass man nur so wenig hat. Also 50 ja, Schuss. Ja, auch schade. Aber das Spiel ist dann anscheinend, glaube ich, auch nicht drauf ausgelegt, sondern eher so Nahkampf, Schlagmesser-Ding-Zeug, ne? Plötzlich sonniger Himmel, immer war es noch leicht regnerisch. Gut. Ja, bei mir auch. Gut. Das war wenigstens synchron. Oh, da ist ein anderer dicker Zombie. Der hier. Das ist einer von denen. Ey, du Nodder. Oh, er hat mich gehört. Ich habe noch eine mittelmäßige Pistole. Oh, die sind gar nicht so stark. Der war. Ja, überraschenderweise weniger als mittelmäßig. Ich wollte es eigentlich nicht werfen. Werfen war wichtig. Ja, kleinen Arm entfernt. Was wolltest du denn werfen? Oder habe ich das. Oder hast du schon aufgesammelt wieder? Ich habe einfach nur ungewollt geworfen, obwohl ich gar nicht werfen wollte, weil ich dumm bin. Aber hast du es jetzt wieder aufgesammelt? Nicht, dass sie deinen Waffenklau aus Versehen. Achso, ja, nein, hab schon aufgesammelt. Easy. Ich mach das Ding hier mal zu. Einfach nur gedrückt halten. Das sah gerade ziemlich nice aus. Ich wusste nicht, dass du Telepathie kannst. Hä, doch? Einfach so die Hand hingehalten, weißt du, und dann hat's aufgehört zu wassern. Kann ich doch, Bro. Ich wollte mich gerade beschweren, dass ich hier keine Früchte essen kann. Konnte hier doch einen essen, aber ich hätte gern mehr. Also, ich würde gern alle Früchte essen. Tja. Hier wird von dem Spiel nicht unterstützt. Das ist ein DLC, das muss man kaufen. Au, der Zombie hat mir was in die Fresse geworfen. What the fuck? Wann können die das? Lass das Zombie! Nicht mehr Sachen in die Fresse schmeißen! Dafür ist sie zuständig. Er. Sir. Xiang. Xian. Xiang. Xinping. Oh, wenn man den einfach nur das gegen den Kopf wirft, dann explodieren die auch. Gut zu wissen. Geil. Dann nehme ich das doch mal mit. Hier hinten können wir mal gucken, ob es hier noch was gibt. Das muss ja relativ Map-Ende hier sein. Western Waterfront. Ich habe ihn geschockt. Mit meinem Aua! Es schockt mich auch, wenn ich umhin drüber laufe. Was war's mit deinem Beinchen? Ich finde es ein bisschen schade, wenn man den Zombies die Beine abschickt, dass sie sofort tot sind. Ich würde gerne so einen halb krabbelnden Zombie noch haben. Ja, ich auch. Das finde ich viel angemessener. Oh hey, ein Rennen.
Och. Ich schmeiß ihm meine Machete in den Bauch, er verliert beide Beine. Hm. Das ist wie Biologie tut. Gib mir doch jetzt die Frucht. Also ich find's auch schlecht, die Frucht, die kann man hier nicht so gut aufsammeln von den was du gerade genommen. Was? Nein, ich hab trag die ganze Zeit ein Kanister. Okay, die ist irgendwo da drin versteckt. Ist nicht gut platziert. Warum bin ich so tot? Wo sind wir eigentlich? Wir sind jetzt hier unten, okay. Oh, schön Strand mal wieder hier. Ach ja, Fähigkeitenpunkte stehen zur Verfügung. Ach, stimmt, hier auch noch ein. Ja, ich skill auch mal. Ja, moin. Ja, hier, der ist, glaube ich, gut. Um deinen Feind zu zerstampfen, ziele genau auf den Kopf und... Oh, ich kann jetzt auch stampfen. Oh. Ist das bei dir bei Kampf gewesen, bei dem zweiten... Ja, Übergangspunkt? Also ich habe da so bei Kampf... Einen einzelnen Punkt oben, dann zweimal drei Punkte und dann habe ich nochmal einen einzelnen Punkt. Da war mir jetzt das Stampfen drin. War es bei dir ein extra Skill? Nee, das ist bei mir auch da. Okay. Wenn man das abschließt, dann kommt das, ja. Ja, genau, das ist bei mir auch. Okay. Ich dachte, bei dir ist es vielleicht ein Sonderskill, weil du halt Sam B hast und stumpfe Waffen und. Ja, Nee, okay. Nicht das ist unterschieden, lel. Gutes Spiel. Ich glaube, hier ist eigentlich gar nicht so viel, was wir machen können. Ich glaube, da hinten ist noch ein Zip oder sowas. Ich krieg die ganze Zeit die Pistole in die Hand gedrückt. Ich bin ein Nahkämpfer, lass das. Okay, ist kein Zip. Ein Boot. Ich verlasse den Spielbereich, ja besser nicht. Ich glaube, es möchte das Spiel, dass wir mit dem Boot abhauen. Anscheinend nicht. Okay, das Boot sieht auch nicht mehr so frisch aus, muss ich sagen. Ist einfach da Wasser gelaufen. Geht doch voll. Also, wir müssen es vielleicht nochmal reparieren vorher. Ah. Ich bin kein Bootsmechaniker. Kein was? Kein Bootsmechaniker. Ach, Bootsmechaniker. Hallo? Ich laufe übrigens nur hinterher, ne? Ich habe keinen Plan von irgendwas. Ich guck mich auch nur um. Okay. Ich wollte gerade mit E die Leiter benutzen. Immer wenn man noch andere Spiele spielt, wo man dann mit E interagiert, ist ein bisschen blöd. Kann passieren, ja. Oh, Snack. Riesensnack. Oder? Oh, da kann man ja. Oh, da ist ein Zombie. Ein paar Tritte der Zombie. Ein Aluhol. Komm ich an den Aluhol ran. Richtig. Oh mein Gott. Der Arm ist abgeplatzt. RIP. Und du hast mein Aluhol geklaut. Hab ich? Ja. Kann sein. Sorry. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung vielleicht. Ach, naja, ich auch nicht. Waren wir hier nicht schon mal? Lagerhäuser kommen mir bekannt vor. Ja. Sehen aber auch, glaube ich, ein bisschen aus wie die von der Haupt. Insel. Wir sind immer noch auf derselben Insel. Also, wir haben jetzt nicht gewechselt. Ich meinte, das ist Strandgebiet. Ich bin dumm. Ja, aber wir hatten, ich glaube, als wir hier angekommen sind in der Stadt, hatten wir auch irgendwie noch so Lagerhäuser, wo wir irgendjemanden gerettet haben. Und das waren so auch zwei nebeneinander stehen. Also auch in diesem Gebiet hier schon. Das ist möglich. Also klar, einfach nur Reused Assets, das verstehe ich schon, aber hast du einfach als alle da rübergetragen? Ich habe die auf dich geschmissen. Okay, gut. Mit welcher Taste kann man nochmal Licht anmachen? T. Taschenlampe. Was? E. T wie Taschenlampe. Ach, T. Ah, ja gut, da war ich jetzt tatsächlich im Leben nicht mehr drauf gekommen. Oder T wie Torchlight. Oh, ja, oder einfach nur Torch. Nee, Torchlight bitte. Ist das Weil Licht, wir sind ne? ja nicht in Großbritannien, ne? Dem Briten. Aber sie sind quasi in Großbritannien, weil die auch auf der falschen Seite fahren. Au, ja dann. True. Au. Wo sind wir überhaupt? Auf der Isle of Man oder sowas? Dein Stampfer. Oink. Ach, der hat einen Helm. Ach, der hat einen Helm. Dreckspiel. Ich wollte hier eine Stampfung einleiten. Lass du auf den Bordstein. Ich hab auch Also ich weiß nicht, warum du nicht konntest. Und ja, ich konnte stampfen, aber er hat einen Helm auf, deshalb ist er nicht gestorben. Oder meine Ausdauer war gerade leer. Maybe. Das weiß ich leider nicht. Gotta be the one that saves me. Wieso hab ich eigentlich so viel Aua? Ah ja, ich hab auch ein bisschen Aua. No. Weniger Aua. Eastern Waterfront. Okay, sind wir in Western Waterfront? Sind wir in Eastern Waterfront? Da sind ganz viele Zombies. Ja, wollte ich jetzt auch gerade sagen, ne? Hier ist nochmal ein Snack oder zwei. Und da ist ein Angry Zombie. Ach, das ist ein Schläger. Joink. Kann ich den eigentlich umchecken? Okay, nicht wenn er mir genau in dem Moment in die Fresse schlägt. Kann der es nicht machen?
Das wäre schon geil, ne? Ja, auf jeden Fall schon mal ein Arm weniger. Was soll denn noch ein Arm weniger? Oh. Ein lähmender Polizeiknüppel. Oh, ja, ich habe einfach mal gelootet, weil ich dachte, das ist für mich. Ich stopp ihn dir mal. Strength. Ja, mach. Nicht ausrüsten. Ich war retarded. Fallen lassen, so. Ich hab auf Ausrüsten gedrückt, weil ich dachte, das wäre. Fallen lassen. Dann kann ich hier noch ein paar Sachen wegschmeißen. Kurz. Hier, was ist das? Das ist falsch. Das hier kann ich. Aha, so, das ist die. Guck mal kurz auf die Karte. Wir sind da. Das ist anscheinend der östliche Bereich der Karte. Den können wir erstmal ignorieren. Würde ich sagen. Ich sage, gehen wir jetzt gleich ins Landesinnere. Hier ist ein Fact bei mir. Okay, gönn dir. Gönn uns. Aua. Das hier kann. Stampfer. Ah, okay. Man macht einen Doppelstampfer. Beim ersten Mal macht man quasi keinen Schaden. Also, das macht meine Person. Dann beim zweiten Mal sagt Rammel sie die wirklich. Mit 37.000 Schaden auf den Kopf. Das sind. Orange, wieso kann ich die Orange nicht essen? Das sind auch Früchte. Spiel, sei konsistent. Nein. Das ist ein schönes Poster. Ich bin quasi tot, merke ich. Aua, ich kann auch noch gegen das Feuer laufen. Boom. Lämmer der Polizei, mit Bill. Können wir hier noch lang gehen? Hier. Kommst du mit? Ja, ich muss mir gerade kurz gegenchecken. So, jetzt. So, hier ist ein Fact. Ah. Joink, danke. Gerne. Und jetzt bleiben wir mal auf der Western-Seite der Karte. Und wieso kann ich schneller rennen als du? Ich renne nicht. Ich gehe. Weil ich den Zombie gesehen habe. Ich wollte gerade die Stampfen überzumachen, aber du hast den Gegner weggetreten. Oh, sorry. Ich nehme den Stampfer. Hier ist eine Kiste mit Dietrich-Stufe 1. Ja. Komm, wir stürmen dann der Dreck. So, hier haben wir, glaube ich, einen Hydranten zu, oder nicht? Nee. Hydrant. Irgendwas haben wir auf jeden Fall gemacht, meine ich. Was denn? Ich bin gerade komisch gesprungen. Da drüben ist übrigens ein Zombie. Ein größerer. Erstmal muss ich hier alles essen, was hier ist, weil ich sonst tot bin. Ja, konsumiert. Okay, also halte ich mich nicht weiter. Wo ist ein großer Zombie? Hier rechts um die Ecke. Hier da, rechts. Ja, da müssen wir glaube ich gleich noch hin. Hallo. Ist jetzt schon? Ich habe mich gesehen. Okay, gehen wir jetzt. Ich habe nur um die Ecke geguckt, aber hat mich gesehen. Ach, das ist so eine Idee. Ja. Puff. Au. Dachte ich mir auch. Oh, ich bin tot. Kannst du meine... What the fuck? ...meine Waffe aus ihm rausziehen, wenn du... ...wenn du ihn kriegst? Oh. Ich glaube, ich muss ihn erstmal kriegen auf jeden Fall. So viel ist klar. Ja, okay. Ich bin auch direkt hier wieder gespawnt. Aha. So. Schön. Okay, also ich weiß noch nicht, wie die Taktik gegen die am besten ist. Ich glaube, das ist noch so einer. Ne, komm mal her. Komm mal her, Zombie. Lock den mal hier hinten hin. Hier ist ein Explosivding, damit ich ihn wegsprengen. Aua, ich bin tot. Oder? Ne, ich habe mich gerade so noch erholt. What the fuck? Ich muss rennen. Er, der hat mich jetzt natürlich gekriegt, als ich an ihm vorbei bin. Also das Ziel mit der ist echt nicht so schön. Hallo, du Fotzerich. Rückwärts gehen, einfach rückwärts gehen. Und komm, schneller, schneller, schneller. Oh, das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich erwartet habe. Oh. Au. Okay, schön. Ich weiß halt nicht, wie man die am besten tötet. Ich muss auch nicht. Verstehen. Also spontan würde ich jetzt basierend auf dem, was wir so mitgekriegt haben, sagen, mit Gewalt.
Also am besten anscheinend mit Raserei einfach. Dann habe ich immer zwei Schilder mal totgeschlagen. Stimmt, das war ziemlich fucking Overkill. Brauchst du einen Snack? Ja, ein Snack wäre nicht verkehrt. Ja, ich bin quasi tot noch, aber also halb tot. Hier ist so eine geheime Gasse, ja, das heißt eine geheime Gasse, eine Gasse, die wir nicht erkundet hatten. Also ich gucke auch nur auf die Karte und gucke, wo es gerade schwarz ist, wie lang gehen können. Oh, hier sind ein paar. Oh, ein Energy Drink in dem Typen drin. Oh, Motorteile. Hier hinten sind Motorteile. In der Tanne habe ich geholt, glaube ich. Ja, doch. Habe ich geholt. Und Geld, ja. Hier ist eine minderwertige Eigenbaumachete. Im Mülleimer in der Typen. Oh, da sind ganz viele Leichen drin. Hinterfrage ich einfach nicht. Ich möchte bitte das, danke. Und Geld. Nein, das brauche ich nicht. Okay, dann haben wir das hier aber alles angeguckt. Dann können wir wieder auf die Straße zurück und nach oben laufen und Richtung Hydrant gehen. Wir sind die Straße. Hallo, Zombies. Ist ganz schön ruhig hier, von den Zombies her. Da ist da ist schon wieder ein Bum-Bum-Zombie. Homie. He came. Nice. Das war sehr deutlich zu sehen, dass der kommt. Ja. Und dann ist hier, glaube ich, noch so eine kleine Ecke, die wir nicht haben. Hier gibt es, glaube ich, wieder Leutchen. Ich glaube, ich hole schon mal den Strap raus. Wer möchte noch geklippt werden? Die. Oh, hinter uns! Fatze! Okay, da kann man aber nicht rüber anscheinend. Ein bisschen schade. Dafür kann man hier durch. Ich glaube, wir können aber von der anderen Seite lang. Da sind noch Zombies und wir müssen dann, glaube ich, sowieso lang. Ach ja, also, dann. Also, das heißt, wir müssen hier nicht unbedingt lang. Zermatscht. Ich habe auch eins zermatscht. Weil hier dürfen wir jetzt auch zu den Leuchten, können wir gerade erschossen haben. Hot. Und ja, kommen wir auch. Bisschen eine coole Pistole. Ne, ich glaube, ich habe schon eine ziemlich gute Pistole hier. Ein Wallet. Ein Sip. Dietrichstufe 1. Italienischer Klempner. Eine legendäre Waffe wird sie haben. Also, ich glaube, die ist echt scheiße. Also ich könnte was taugen. Also ich gucke halt nur auf Damage und nicht auf das andere. Rocket, die tag ich mit mir. Was könnte nur italienischer Klempner für auf was für eine Anspielung sein? Keine Ahnung. Wahoo! Nintendo Copyright Strike erstmal bekommen? Erstmal Nintendo Copyright Strike bekommen? Die. True. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles weit erkundet. Hallo, wollte Jummy, Freunde? Wer möchte aufs Maul? Zombie. Ich bin's nicht, Spoiler. Das ist die Quarantäne. Oh, hier ist eine Quest. Oh. Und hier ist ein Zombie. Lebst du noch? Ne, du bist tot. Ich glaube, du bist auch ein Mensch. Wow. I did not expect that. Was denn? Ich hab den Kopf zertreten. Ah. Nice. Mit einem normalen Tritt. Primitive Sichel. Sup, boah? Please. Hallo. Moia. They took it over and threw me out and I can't fight them alone. Everything I own is in there. You give me back inside and I'll give you whatever you want. Do we have a deal? Okay. Yes. I'll see what I can do. In times like these, you think people would pull together. But some people just take what they want and kill whoever gets in their way. No. I say people like that don't deserve to live. So yep. You do whatever you have to do. Mm-hmm. Erledige Plünderer an Stans aus. Gehen wir direkt nahe? Oh, hier rein. Sie hat ein paar Hurensöhne gekillt. Erstmal die Strap rausholen. Großes Haus. Bitte was rausholen? Die Strap. Die Waffe. Die Bratata.
Ich hätte gerne eine automatische Waffe. Mehr nicht. Einfach so eine kleine Mac-10 oder sowas. Das würde ich auf jeden Fall sehen. Also du kannst doch gerne mit Nahkampfwaffen kämpfen. Du kannst doch gerne mit Nahkampfwaffen kämpfen, du musst nicht unbedingt das Strap rausholen, wenn ich das mache. Ja, ich meine, bei Menschen ist sicher, ne? Ah! Hey! Die haben Nahkampfwaffen, dann hau ich ihnen halt Nahkampf auf die Fresse. Aber einer hat doch gerade geschossen. Yep, den habe ich auch gehört, aber er hat mich nicht getroffen. Deswegen hat er mich also nicht getroffen. Au. Ich hab ihn umgecheckt, einfach. Das Auto-Aiming ist ein bisschen nervig. Das Coole ist, dass ich einfach durchlaufen kann und die alle erstmal umchecken kann. Und dann hat man es leichter, sie zu killen. Ja, das stimmt. Ist auch so ein Ding, was ich geskillt habe. Irre. Ich glaube, das habe ich gar nicht, weil ich halt nicht so ein Charakter bin. Also, können natürlich sein, dass ich es auch kann und einfach nur nicht gesehen habe. Weil ich ja nicht so auf. Die Nacht. Ja. Und eine neue Waffe. Irre. Kannst du auch Türen aufbrechen, wenn du durchläufst? Ich glaube tatsächlich, ich müsste Türen aufbrechen können. Ja, ich weiß noch nicht genau wie. Ja. So. Die ist noch zu bei mir gewesen. Hätte ich dir direkt Unterstützungsfall gegeben. Also bei mir durchgelaufen und dann musste sie bei mir erstmal despawnen. Oder beziehungsweise in den neuen State spawnen. So läuft das manchmal, ne? Ein Ausweis ist hier auf dem Tisch. Oh. Ich habe hier eine bessere Pistole entdeckt. Joink. Nur kraftloses Tauchermesser. Das klingt natürlich noch was ich nehmen würde. Wichtig. Ausweis. Da ist er. Hier ist noch Mittelalter-Mod auf dem Tisch. Baby, baby, da, da, da. Tank. So, ich bin voll geheilt. Du kannst jetzt also alles an HP nehmen, was du möchtest. Ich bin komplett voll. Nice. Jetzt räumen wir erstmal seine Bude aus und dann gehen wir sie ihm wieder zurück. Aber er meint ja auch, dass wir alles nehmen dürfen, was wir finden. Hat er? Ja. Ich bin nicht aufgepasst. Ich nehme trotzdem alles. Willst du eine hinfällige Universal-Axt? Hängt also, davon ab, obwohl, wie gut eine Axt? Drauf. Eine Axt dürfte eine Axt. Sogar eher deine Sache sein, oder? Nein, dann nehme ich eine und ja, ich habe sie mir genommen. Oder ist die bei dir da auch noch? Ich glaube, die Max. Oh, in der Tat. Ist die bei mir da auch noch? Pardon. Das heißt, ich hätte ja den Klempner ne, auch noch mal ein zweites Mal mitnehmen können. Stimmt. Naja, schon ist überall. Mein Inventar ist, glaube ich, auch schon wieder relativ voll. Wo ist denn die Axt? Hoppala. Ausrüsten. Habt ihr mal die hinfällige Universal-Axt gedroppt? Ja, danke. Bitte. Ich sehe die eher als Buchwaffe, muss ich sagen. Die ist noch ziemlich beschissen, die kannst du behalten. Das ist ja eine Frechheit, dass ich die benutzen soll. Ja, die ist in der Tat überraschend schlecht, ja. Also selbst meine ist gerade nicht gut, aber ich habe noch einen Sip genommen, weil ich dumm bin. Erstmal das Wasser laufen lassen, damit seine Wasserrechnung hoch ist. Oh, ich wollte es nicht ausstellen. Kommt wieder anstellen hier. Können wir warte mal, welche Wasserrechnung? Ja, der muss sicherlich Wasser bezahlen, oder nicht? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Leute, die das ansonsten von ihm einziehen würden, vielleicht nicht mehr ganz so am Leben sind. Ja, aber du bist dir nicht sicher, oder? Du gehst nur davon aus. Hast du ehrlicherweise recht, ja. Kann ich jetzt nicht gegenargumentieren. Ich finde diese Häuser-Clear-Dinge eigentlich ganz lustig gemacht. Also, dass man hier mal so ein Häuser reingehen kann und dann einfach Leuten aufs Maul haut oder sie erschießt. Finde ich auch gut. Ist ein nettes Anführer. Also, der eine, was ich kenne, ist bisher eigentlich auch nur der erste Bezirk gewesen und einfach Zombies den Kopf zertreten. Oder ja, gut. Umtreten. Na komm, Ladspiel. Dankeschön. Bist draußen? Yes. Hallo, Stan. Wieso waren eigentlich alle in seiner Wohnung und keine irgendwie in den nebenliegenden Wohnungen? Eine gute Frage. Werden wir es jemals herausfinden? Eine Wohnung ist halt Geister. Wer weiß. So, wir haben jetzt hier alles erkundet. Wir könnten nochmal zurück auf die Straße hier, wo wir herkamen. Ich laufe dir nur hinterher. Das ist gut. Ich bin nicht gut darin, Sachen ein anstrengendes Tonfahr haben. Ich glaube nicht. Das ist nämlich anstrengend. Das klingt so, als würde es mehr Kondition ziehen. Oh, hey, da ist ein Angry Boy. Ja.
Dummkopf. Ha, jetzt hast du keine Ärmchen mehr. Dummkopf. Na, was machst du jetzt, Bengler? Mein Headbutt geht. Au! Er hat seine Freunde gerufen, die mich geschnitten haben. Ja. Aua! Ihr Fatzen! Du, alle tot, würde ich sagen. Hier sind noch zwei, aber die prügel ich gerade. Du hast keine Ausdauer mehr. Ja. Tö, nice. Kopf zerbrochen. Und die Axt ist eigentlich ganz lustig. Ah, ja dann. Also, sie macht lustige Geräusche auch. So, wir müssen ja einmal zum Stau gehen, weil da ist noch ein schwarzes... Okay, ist das schon weg. Ja, da sind wieder die Boys. Wir könnten dann nochmal den Klempner holen, wenn du willst. Ey, passt schon, denke ich, erst einmal. Okay. Ich muss eh auch erst einmal ein paar Sachen verkaufen, weil mein Inventar ist schon wieder voll. Ja, dann würde ich aber sagen, dann reicht das für diesen Part. Da hast du recht, ja. Ich weiß euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.